Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum nächsten Part von Sleeping Dogs bei mir, dem Kegel-Let's Player. Ja, die letzte Folge hat ja ein bisschen abrupt geendet. Dafür möchte ich mich nochmal bitte ganz herzlich bei euch allen, also die jetzt alle zugucken, also jetzt, wenn jetzt alle Abonnenten zugucken, werden es 432, aber die werden sowieso nicht alle zugucken, das weiß ich jetzt schon. Möchte ich mich nochmal ganz recht herzlich dafür entschuldigen, gab einfach technische Probleme. Good work, Wei. You don't look well, Wei. Is everything all right? No, Sifu. What do you plan to do about it? It is what it is. So if your punches are weak, that means they're destined to be weak? Or is it true that through practice and concentration, you can change? Some problems are harder to solve than a weak punch, Sifu. Watch my students for a minute. You may change your mind. What would you like to learn? So, was ich übrigens noch dazu sagen muss, die restlichen Gesundheitsschreine habe ich jetzt so gesammelt, also jetzt ohne Aufnahme. Das heißt, ich habe jetzt 200% Gesundheit und ich versuche jetzt heute erstmal soweit die restlichen Gefälligkeiten noch mitzunehmen. Armbrecher-Griff-Kombo, doppelter Sprungklick, Klick. Ich sage schon wieder Klick, es ist unglaublich. So, wir können eigentlich erstmal das nehmen. Wir holen jetzt sowieso hier gleich alle Nahkampf-Upgrades bei der Schule. Weil dann haben wir das schon mal soweit erledigt. Brechen Sie dem Schüler den Arm. Arme Sau. So, ja. Achso, nee, halt. das war falsch. Entschuldigung. Eins, zwei und halten. Oh, da, also da kommt Freude auf. Eins, zwei und Helden. Hallo? Wieso hat das die Maus gerade nicht gemacht? Eins, zwei... Hä? Irgendwie buggt das hier gerade ein bisschen rum mit der Steuerung, mit der Maus, mit allem. Halt! Es ist wirklich wunderschön, dass die Maus nicht das macht, was ich hier eigentlich sage. So, wie oft noch? Eins, zwei... Helden! So, ich halte jetzt gleich mal mit. Ja, ich sollte vielleicht mal ein bisschen verteidigen, das wäre vielleicht besser. Und nicht die Leertaste irgendwie drücken, das kommt nicht ganz so gut. Kleiner Klötenkopf, du. So nicht! Ich hab auch Gefühle. So. Chef, ich bin gleich wieder da. Ich hab nämlich noch zwei. So, Belohnung freigeschaltet. Ja, das ist schön. Ich freue mich. Ja, ja, toll. Auf in die nächste Runde. I found one of your statues. Tiger. Wow. Must have been hard to fit in the States, moving at that age. Yeah, it takes a while. Eventually, you kind of become a different person. I think a lot of people do that, even if they don't move to another culture. Seems to me that the trick is to remember always who you are, and maybe what it is that you're doing. Be in a culture without being of it. Ja, man lebt in einer Kultur. Ja, ich lebe nicht nur in einer Kultur, ich liebe meine Kultur. Worauf will ich da jetzt eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht. Doppelter Sprungkick. Dem Mack ist auch gut. Wir nehmen aber einmal hier den doppelten Sprungklick. Ich sag schon wieder Klick. Ich glaube es nicht. Ich lerne das nicht mehr. So. Space halten. Wow. Alter! Wir kriegen jetzt aber eins auf der Fresse. Ja? Genau du! Tschüssi! Und hier, also nicht von hinten, ne? Hab ich nicht so gerne. Die lernen es irgendwie nicht. So nicht. Hallo! Kannst an. Hättest eigentlich gleich liegen bleiben können, du Schlawutzki, aber du lernst es ja nicht. Eine habe ich noch. Ja, sehr lustig. Ich weiß.
So. Einer geht noch rein. Danke. I found one of your statues. A rabbit. Welcome edition. This is the most powerful move of all. Pay attention. Ich attention immer. Ich kann's einfach. So, also hier, Dimmack. Ich macke immer. Das ist diesmal kein Sprungklick. Pay attention. Moment. Wow. Das gefällt mir. Geil. Da machen wir jetzt Party. Attacke, Party, geil. Jetzt räumen wir hier auf. Tschüssi. So. Been a pleasure to work with a student as skilled as you. But I have to say I find myself troubled. Why, Sifu? I have given you powerful tools. If they are not used well, surely I bear part of the responsibility. You're wrong. You're not responsible for me. Each of us eventually answers for our own actions. And when your journey is over, will you be ready to answer for what you've done? To live with it? Yes, I will live with it. Because when I'm done, it won't just be me who has the answer. Be careful, Wei. Those who seek justice are at the greatest risk of losing sight of it. That's a nice saying, Sifu. But if I let that stop me, there won't be any justice at all. Naja. Wir haben die Schule abgeschlossen. Yay, wir haben unseren Abschluss gekriegt. Lustig. Gut. Wir haben jetzt hier vorne innere Unruhen. Jo. Das interessiert mich aber gerade ein bisschen wenig. Ich wollte nur nochmal hier kurz, dass ihr es sehen könnt. Gesundheitsschreine, 50 von 50. Die eine Überwachungskamera, ja, müssen wir gucken, wann wir das noch irgendwie hinkriegen. Nosepoint-Tresore, alle eingesammelt. Aberdeen-Tresore, alle eingesammelt. Zentral-Tresore, 30 von 30, alle eingesammelt. Kennedy-Town-Tresore, auch alle eingesammelt. Und die Jade-Statuen haben wir gerade alle zurückgebracht. Also wir sind jetzt hier komplett im Grünen, im allem Möglichen. Ja. So, wir haben jetzt hier vorne noch eine Gefälligkeit. Wie viele haben wir eigentlich überhaupt noch? Moment, da muss ich jetzt mal... Lapp mich mal, also hier, ne? Bevor es weitergeht. Kleine Unterbrechung. Nein. 6 Gefälligkeiten noch, das ist doch... Das ist doch ein Witz. Ich lach mich kaputt. Das ist witzig. So. Gut, dann flitzen wir da mal eben hin. Hier mal ein bisschen aus dem Weg gehen, bitte. Ich hab ein bisschen eilig. Diese Leute, die mir hier in die Quere kommen, das ist unglaublich. Das ist unmöglich. Das geht gar nicht. Ich würde mich ja gerne mal beschweren, aber ich weiß nicht, wo ich das machen kann. Beim Straßenverkehrsamt. Oh. Ja, erzähl. Ich bin da. You find out? Yeah. She's meeting him later today. I don't believe this. In der Nähe ihres Apartments auf Tiffany warten. Okay, ich nehme mal das Motorrad, das sieht besser aus. Da was drauf haben. Brüm, brüm. So. Das müsste jetzt, glaube ich, Part 69 oder 70 sein, keine Ahnung. Auf jeden Fall bleiben wir diesmal unter 100 Parts. Das finde ich eigentlich sehr super. Weil wir haben ja schon einige Projekte jetzt dabei gehabt, die über 100 Parts lang geworden sind. Aber ich werde mal schauen, da werden bestimmt noch einige dabei sein, die über 100 Parts dann werden. Einige Minuten später, dann bist du Hacke-Peter. So. Okay. Wir sollen ihr folgen. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln, um unentdeckt zu bleiben. Klar, mache ich immer.
Ich fahre immer auf der verkehrten Straßenseite, das ist ganz normal. So, Misstrauensstufe. Ach komm, ist doch nix. Ich bin ein besoffener Motorradfahrer, der gerne Motorrad fährt. Hätte sich jetzt ein bisschen komisch angehört, wenn ich gesagt hätte, ich bin ein besoffener Motorradfahrer, der gerne Auto fährt. Das wäre noch ein bisschen problematischer gewesen. Es wäre, glaube ich, noch lustiger, wenn ich die jetzt mal rammen würde. Dann sind wir ja entdeckt. Dann sieht die Olle uns ja. So, wo will die jetzt hin? Könnt man mir das mal sagen? Ich wäre sehr erfreut, wenn man mir das mal als Information geben würde. Ah, hier, Misstrauensstufe. Ich damit. Machen wir nicht. Tiffany zur Rede stellen. Ich rede. Zur Stelle. Ist egal. Küsschen, Küsschen, Küsschen. Darf ich den Kerl überfahren? Sieht wohl nicht so aus. Da. Hey, hi, Bitch. What do you think you're doing? Who are you? Wei Shen, motherfucker, who are you? Oh, so the big triad gangster is mad now? Only the big triad gangster can sleep with other people? Whoa, triad? I'll see you later. Tissy! Not pink person? You think you can fool around on me and I don't care? But she didn't mean anything to me. That was just part of work. Work? You think I'm an idiot? You think you can go around jumping into other girls whenever you feel like it? Ey, ich bin Chef. What's good for Yang is good for Yin. Okay, okay. I'm sorry, alright? I never meant for you to get hurt. Huh. Some excuse. So you're gonna dump her now? Stay loyal to me? Or do I have to go find another man to keep you warm? Let me see what I can do. You know, I thought you were different. I guess not. Goodbye. Ja, guten Einkauf. Man sieht sich. So, Überwachungsbericht, Tiffany Kim. Ich wollte jetzt gerade noch was machen. Nein, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber. So, die Gefälligkeit wäre abgehakt. Oh, yeah. Wo haben wir denn jetzt noch welche? Hier drüben haben wir jetzt noch 2 Stück. Und hier sind noch 2. Aber müssen ja eigentlich noch 5 sein. Also jetzt so im übertragenen Sinne, wenn ich richtig gezählt habe. Sichere Lieferung. Hm. Achso, wir müssen ja auch noch hier einen... Hier den einen Martial Arts Club müssen wir hier hinten auch noch machen. Innere Unruhen. Ach hier, machen wir einmal hier vorne die nächste Hauptquest. Wir questen erstmal ein bisschen. Bei einer letzten Aufnahmesession haben wir ja auch nur eine einzige Aufgabe gemacht. Also, jetzt mit den Hauptmissionen und so, ne? Und jetzt muss man wieder was her. Hey! Assholes! You! Leonido! This doesn't concern you! Kill him! Don't leave the harbor when you're done! Oh, Hackebeil! Schau dich kaputt! Wie war es hier? F und, Arschloch! Oh yeah! So, also ich muss hier gerade mal ein bisschen aufräumen, ne? Ich habe zu früh gedrückt, aber egal. Also jetzt hier die Maustaste, nicht was ihr jetzt denkt. So. Der erste Schlabutzki ist weg. Oh, ich habe ein Messer. Ja, komm her. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Wo ist noch einer? Hier, Digga, komm mal her. Und hier nicht von hinten, bitte. Das habe ich nicht so gern. Adios. Also dieser Dimmack, ich find's geil.
Ich trete aus! Und du kriegst einen Schlag in den Rücken! Ey! Ja, ich habe glaube ich gerade dreimal hintereinander die rechte Maustaste gedrückt. Ich weiß nicht warum. Ich wollte einfach mal, da war mir gerade nach. Das war ich! Entschuldigung! Nö.